Hallo bei Einfach Backen, dem YouTube-Kanal, auf dem du immer die besten und einfachsten Backrezepte überhaupt findest. Wenn du keins davon verpassen möchtest, dann abonnier doch jetzt unseren Kanal und am besten du aktivierst auch die kleine Glocke. Ich bin Lara und wir machen heute ein ganz besonderes Knoblauchbrot. Für den Teig brauchen wir einmal Mehl, etwas Salz und Zucker, Olivenöl, Hefe und lauwarmes Wasser und für die Füllung Butter, Petersilie, Knoblauch natürlich, nochmal Salz und etwas Pfeffer und ein Ei. Im ersten Schritt vermische ich jetzt einmal das Mehl schon mal in einer Rührschüssel mit der Trockenhefe. Und jetzt einfach die restlichen Zutaten, also einmal den Zucker, das Salz, das warme Wasser und das Olivenöl zugeben. Und jetzt einfach mit der Küchenmaschine oder dem Handrührgerät mit dem Knethaken circa 3 Minuten zu einem schönen glatten Teig verrühren lassen. Unser Teig ist fürs Erste fertig. Ich habe jetzt noch ein bisschen Wasser dazugegeben. Also beim Wasser einfach gucken. Also der Teig sollte sich schön vom Haken lösen. Ich habe noch ein kleines bisschen Wasser dazugegeben, aber es kommt immer so ein bisschen auch aufs Mehl an und auf die Wassertemperatur und ganz viele andere Faktoren. Also so ist er wunderbar. Ich forme den jetzt zu so einer Kugel und dann darf er mit einem feuchten Handtuch abgedeckt nochmal circa 45 Minuten an einem warmen Ort gehen. Während unser Teig jetzt noch etwas geht, geht es bei uns weiter mit der Knoblauchbutter. Dafür einfach die Knoblauchzehen einmal schälen und ich presse jetzt mit einer Knoblauchpresse. Du kannst aber natürlich auch fein hacken, je nachdem, was dir lieber ist. Knack die immer einmal an mit dem Messer, dann lassen sie sich nämlich besser schälen. Die Butter gebe ich vorab schon mal in eine Schüssel. Die sollte auch wirklich schön weich sein, damit die sich gleich mit den restlichen Zutaten gut verrühren lässt. Das ist eine Riesenknolle, die passt da kaum rein. Dazu kommen jetzt noch etwas Salz, Pfeffer, den habe ich gerade frisch gemahlen, und etwas Petersilie. Und jetzt einfach verrühren. Das Rezept für diese Kräuterbutter kannst du natürlich auch einfach mal so machen, ohne das ganze Brot backen zu müssen. Ist wirklich richtig, richtig lecker. Kannst zum Beispiel auch noch ein bisschen Zitronensaft oder Zitronenabrieb oder andere Kräuter reingeben. Schmeckt richtig gut. Jetzt geht es weiter mit unserem Teig. Der ist schon wunderbar aufgegangen. So soll er aussehen. Und der wird jetzt einfach in 20 kleine Portionen geteilt. Ich nehme mir dafür einfach so eine Teigkarte und halbiere den Teig jetzt erstmal. Halbiere ich nochmal. Und dann jeweils 5 Stücke hier raus. Ich mache mir das einfach so als eine kleine Rolle, dann kann ich die Portionsgrößen ein bisschen besser abschätzen. Ich selbst liebe es ja, Brot selbst zu backen. Ich finde, es gibt einfach nichts Schöneres als so ein warmes Brot frisch aus dem Ofen. Wie schaut es denn bei dir aus? Backst du auch gerne Brot selbst? Und wenn ja, lieber Sauerteig oder Hefe? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Und wenn du noch mehr über das Brotbacken erfahren möchtest, dann guck doch mal bei unserem Brotbackkurs mit den Wild Bakers vorbei. Den Link findest du einfach hier oben. Ich habe jetzt schon mal eine Springform mit dem Durchmesser 26 cm gefettet. Und da wir einen Ring backen wollen, kommt jetzt eine kleine Auflaufform in die Mitte und unsere Brotbällchen werden da drumherum gesetzt. Und dafür einfach die Teigportionen jeweils etwas platt drücken, so ein bisschen ziehen. Dann geben wir einen Teelöffel, also einen halben Teelöffel von unserer Kräuterbutter hinein, verschließen das Ganze. Ich roll es ein bisschen rund. Und dann wird das Bällchen mit der Teignaht nach unten in die Form gesetzt. So, wenn alle Teigbällchen quasi im Kasten sind, dann dürfen die jetzt noch mal ca. 30 Minuten gehen. Ich decke sie wieder mit einem feuchten Handtuch ab und danach geht es auch schon fast in den Backofen. So, die halbe Stunde ist rum und unsere Bällchen sind richtig schön aufgegangen nochmal. Jetzt kommt noch der letzte Schliff und zwar wird einmal das Ei hier mit einer Gabel etwas verkleppert.
Und dann bestreichen wir den Teig mit diesem verklepperten Ei. Das gibt einen richtig schönen Glanz. Den Ofen habe ich inzwischen auch schon auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Die Brötchen sind eingestrichen. Wenn du willst, kannst du jetzt noch mal ein paar Kräuter drüber geben. Ich habe hier noch ein bisschen gehackte Petersilie. Muss aber nicht sein. Und du kannst natürlich auch getrocknete Kräuter nehmen. Je nachdem, was du zu Hause hast oder verwenden möchtest. Und jetzt darf unser Brot ca. 30 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Unser Knoblauchbrot ist inzwischen fertig und so ein Jammer, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, weil es duftet wirklich fantastisch. Ich freue mich drauf, es gleich zu probieren. Übrigens am besten noch so schön warm, vielleicht mit einem kühlen, erfrischenden Dip. Das Rezept findest du wie immer als Link in der Infobox. Einfach auf Mehr klicken, dann siehst du es auch schon. Und ich hoffe natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lass mir doch gerne ein Like da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du keins unserer neuen Videos verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.